Hallo, hier bei Mixe TV. Heute eine Cash-Empfehlung. Ich komme gerade von diesem tollen Cash. Es ist ein Multi, Platz der Grundrechte, die Tour. Der ist in Baden-Württemberg, in Karlsruhe. Und diesen Multi habe ich heute zusammen mit Haben per Fahrrad gemacht. Wir hatten noch ein bisschen extra Anfahrt, also 7 Kilometer hin, 7 Kilometer zurück. Und so sind wir auf 48 Kilometer gekommen. Und 4,5 Stunden tolle Fahrradtour mit viel Erlebnissen. Die Schwierigkeit vom Cache steht hier mit 1,5 Sternen, das rechtfertigt. Es wirklich sehr einfach, aber dennoch sehr interessant und informativ. Es geht um die Grundrechte. Die sind ja vor vielen Jahren in Karlsruhe verankert worden für Deutschland. Und in Karlsruhe gibt es 24 Schilder, die beidseitig bedruckt sind mit Meinungen zum Thema Grundrecht. Ich lese mal gerade ein, zwei Sätze vor von einer Seite. Wenn die Polizei perfekt wäre, säßen wir sicher nicht alle hinter Gitter. Nicht auf jedes strafbare Verhalten steht eine Freiheitsstrafe. Und so weiter. Das hört sich jetzt ein bisschen droge an, wenn man aber unterwegs ist und dann immer die zwei Seiten liest einer Tafel, dann staunt man doch so einiges Male, welche Gedanken da aufkommen. Und ja, jetzt zu der Aufgabenstellung erstmal. Also es gibt in Karlsruhe kreuz und quer verteilt an Plätzen oder Stellen, die was mit Grundrecht zu tun haben, 24 dieser Schilder. Bei diesem Multi muss man 20 davon anfahren oder anlaufen. Man kann ihn zu Fuß machen, Fahrrad oder Auto. Ich empfehle eindeutig Fahrrad. Hier kommt man in Karlsruhe überall schnell hin und macht richtig Spaß. An den einzelnen Stationen muss man sich dann umschauen und immer irgendwo gibt es dann ein besonderer Teil zum Anschauen und muss man vergleichen mit den Bildern, die beim Ausdruck dabei sind, wo man das findet. Und dann hat man die einzelnen Werte für die Stationen. Aber das kann man sich ja durchlesen. Mir geht es heute darum, zu zeigen, dass eine Stadt, die ich schon 47 Jahre kenne, immer noch interessant sein kann, dank Geocaching. Und man immer wieder was Neues erlebt und neue Gesichter sieht. Wo ich zum Beispiel auch erstaunt war, also das Team Schmetterling, die diesen Cache gelegt haben sich da auch richtig Mühe gegeben und haben zu jedem Platz auch noch was aufgeschrieben. Zum Beispiel an einem Platz, den ich gut kenne, der Gutebergplatz, steht hier dabei, dass er bis 1829 ein Schauplatz öffentlicher Hinrichtungen war. Ja, und so ist überall noch Kleinigkeit dabei. Und wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, wenn die Fahrradtour rum ist und man ist fast am Finale, dann ist gut, wenn man einen Fahrradschloss dabei hat, weil die letzten 100, 120 Meter nicht mit Mountainbike machbar sind. Die sind wirklich klassisch mitten im Wald und bei den letzten 120 Meter sollte man die Fahrräder abschließen an einen Baum und direkt zum Finale gehen, was auch klassisch gelegt ist. Ohne jetzt groß zu spoilern.
Wie gesagt, hat super Spaß gemacht. Und vielleicht macht er dann auch mal nochmal die Daten. Moment. Multi, Platz der Grundrechte, die Tour, hat die GC-Nummer GC 2435N, gelegt von Schmetterling, D1,5, T3. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mixi.